So, Emily, ich mach die Tür zu, sonst vergisst du das wieder. Aber eins ist noch komisch. Wir gehen ja jetzt in die Schule, aber die Lehrerin hat gesagt, dass wir unbedingt unseren Sohn Leo mitnehmen müssen. Weißt du warum? Vielleicht heute ein Familientag oder so? Vielleicht werde ich heute eingeschult. Ich glaube, das war ein bisschen zu früh, Leo. Aber ich bin doch schon schlau genug für die erste Klasse. Ich glaube, da hast du gar nicht mal so unrecht. Aber naja, wir gehen jetzt einfach mal in die Schule. Mal gucken, was uns da erwarten wird, oder? Ja, ich bin schon so aufgeregt, was die Horrorlehrerin vorhat. Wir dürfen die, glaube ich, nicht mit Horrorlehrerin ansprechen, sonst kriegen wir immer Nachsitzen. Oh Mann, wir müssen die normal als Lehrerin betiteln, obwohl die, wie jeder weiß, eine mega gruselige Lehrerin ist. Aber naja, und hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts unten die Glocke, Freunde. Das würde mich mega freuen. Und so schaffen wir auch vielleicht gemeinsam die 50.000 Abonnenten zu knacken. Wie cool wäre das, Freunde? Oh Mann, Leute, das würde mich mega freuen. Deswegen einfach abonnieren und die Glocke aktivieren. Und gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert etwas Liebes über mich, Leo oder auch Emily. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lami-Army. Und oh Gott, tut mir leid, Herr Postbote. eins muss ich euch noch sagen. Achtet auf den Verräter. Achtet auf den Verräter? Was meint ihr damit? Das ist mysteriös. Vielleicht ist der Postbote ein Privatdetektiv. Ich glaube, jetzt bist du zu viel in deiner Fantasie drinne. Lass uns mal lieber jetzt in die Schule reingehen, bevor wir noch gleich alle Nachsitzen bekommen. Okay, Leo, jetzt lernst du unsere Lehrerin kennen. Die ist auf jeden Fall mega psycho im Kopf. Das ist schon okay. Und wo ist der Klassenraum? Der ist genau hier. Aber Lami, was ist das da, über der Tür? Das wollte ich gerade auch fragen. Warte mal, das ist neu da dran. Lass uns einfach mal fragen, oder? Frau Lehrerin und anderen Leute, vielleicht wisst ihr auch Bescheid. Was ist das für ein Knopf über unserer Tür? Erstmal, endlich seid ihr angekommen, oh Mann. Jetzt können wir alle starten hier. Ich erkläre euch alles, okay? Okay. Und meinen Sohn Leo habe ich auch mitgebracht. Hallo, ich bin auch dabei. Das ist perfekt. Jetzt sind wir genug Spieler hier. Genug Spieler? Warte mal, wovon redest du? Die wollte ein Spiel mit uns spielen. Irgendwie, das heißt Among Us oder so. Und das wollte die Lehrerin heute mit uns in der Schule spielen. Das hört sich ja mega cool an. Ich bin auf jeden Fall bereit, euch alle als Imposter umzuschnetzeln. Warte mal, wie cool ist das denn? Wir spielen in der Schule Among Us? Das ist ja mal eine mega gute Idee, Frau Lehrerin. Weiß ich doch. Und heute werdet ihr lernen, wie man richtig lügt. Oh Mann, Emily und Leo, ich bin so gespannt. Das wird ja voll der coole Tag heute. Oh ja, ich freue mich auch schon total. So, das freut mich auch. Dann erkläre ich euch einmal die Regeln. Also ihr wisst, wie das Spiel geht. Es gibt einen Imposter unter uns. Und ihr müsst herausfinden, wer der Imposter ist. Und wenn ihr es nicht schafft, dann schnetzelt der Imposter euch alle um und ihr habt alle Nachsitzen. Warte mal, wir kriegen Nachsitzen, wenn wir verlieren? Das ist ja mal mega unfair. Da muss ich ja jetzt schon nachsitzen. Nimm mal lieber das Buch aus der Kiste raus. Dort stehen eure Aufgaben drin. Aber erstmal müsst ihr euch umziehen in eure Among Us-Kostüme. Among Us-Kostüme? Oh yeah, lass uns die erstmal alle umziehen. Und? Okay. So, hier und hepp. Oh Mann, ich habe mich umgezogen und wow. Wie siehst du denn aus? Warte mal, ich bin der Blaue und du bist der Hellblau. Und warte mal, du hast so eine Blume auf dem Kopf. Wirklich? Wie cool ist das denn? Und warte mal, Leo, du bist der Grüne. Die Grüne ist meine Lieblingsfarbe. Und ich bin der Rote. Guck mal, wie muskulös ich bin. Ja, das bist du. Also dich wird man auf jeden Fall in jedem Kostüm erkennen, weil du so muskulös bist. Und ich bin die Gelbe. Ist das nicht eine schöne Farbe?
Oh Mann, ja, wir sind alle so cool verkleidet als Among Us, Leute. Oh Mann, wie cool ist das denn? Und dann würde ich sagen, warte mal, Emily, gib mir mal das Buch und ich lese mir die Aufgaben durch, okay? Okay, hier ist es. So, okay. Die erste Aufgabe ist, platziere die Wollblöcke in die Rahmen. Ich würde sagen, die gehen wir gleich alle durch, die Aufgaben. Sag uns einfach nur, wann wir starten können. Also, der Imposter wurde schon ausgewählt und dann macht ihr schon mal die Aufgaben. Oh, warte mal. Der Imposter weiß also schon Bescheid. Das heißt, ich bin auf jeden Fall der Unschuldige. Und Leo, du? Ich bin auch unschuldig. Ich versprochen. Versprochen und wird nicht gebrochen. Okay, Leo, ich glaub dir mal. Dann komm du einfach mit mir. Und was bist du, Emily? Imposter oder Unschuldige? Ich bin der Imposter. Ja, ist klar. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt alle die Aufgaben und versuchen dann hier auszubrechen. So, ich würde sagen, warte mal. Hier ist, glaube ich, die erste Aufgabe. Platziere die Wollblöcke in die Rahmen. Ich würde sagen, die Aufgabe ist mir zu langweilig. Das kann irgendjemand anderes machen. Ich kann das machen. Ja, dann mach das. Doch, die zweite Aufgabe ist, aktiviere den Lichtschalter in der Toilette und mache die Duschen an. Warte mal, hier... die Aufgabe will ich auch nicht machen. Leo, lass uns irgendwo zusammen hingehen. Drittens, braue 3 Heilungstränke. Nee, das will ich auf gar keinen Fall machen. Positioniere die Pfeile in Rahmen zu einem Preis. Leo, das hört sich cool an. Lass uns nach oben gehen. Machen wir eine Aufgabe zu zweit? Nein, ich glaube, zu zweit können wir keine Aufgabe machen. Und wow, warte mal. Ich glaube, das ist deine Aufgabe. Ich muss die Pfeile richtig machen. Oh ja. Warte mal. Oh. Wow. Ich glaube, das ist meine Aufgabe, oder? Warte mal, ich guck mal. Öffne die 2 Eisentüren. Okay, das schaffen wir doch easy peasy. Okay, dann let's go, Leute. Die anderen kümmern sich um die anderen Aufgaben. Also Emily, Clarissa und der Muskelprotz. Die machen die anderen Aufgaben unten, um mal gucken, ob wir es schaffen, alle Aufgaben zu lösen und den Imposter am Ende aufzulösen. Oh yeah, Freunde, das wird auf jeden Fall mega cool. Und ich glaube, warte mal, da ist so eine Karte, Freunde. Die nehmen wir mal ganz schnell. So, Level 3 Schlüssel. Oh, da ist noch eine Karte. Warte mal, Leo, du sollst die Tür nicht zumachen. Doch, das ist sicherer, weil sonst kommt der Imposter und schnetzelt uns um. Oh, warte mal, stimmt, du bist ja wirklich schlau. Okay, dann würde ich sagen, Level 1 Schlüsselkarte. Oh, warte mal, das geht nicht. Und wow, okay, hier und der erste Hebel ist aktiviert. Nur noch der zweite. So, Level 3 Schlüsselkarte und zack, Freunde. Wir haben jetzt beide Eisentüren geöffnet und jetzt machen wir zusammen deine Aufgabe, okay? Okay, let's go! Okay, so, dann würde ich sagen, du musst hier jetzt alle Pfeile in einen Kreis formen. Schaffst du das? Natürlich schaffe ich das. Papa, ich bin bereit und jetzt schau mir zu. Okay, ich bin mal gespannt, ob du auch wirklich schlau genug für diese Aufgabe bist. So, okay, das sieht schon mal gut aus. Das ist doch baby leicht, genauso wie alle anderen Aufgaben. Oh, ich komme da gar nicht ran. So, aber die Among Us-Aufgaben sind baby leicht. Oh, warte mal, du bist ja nicht mal groß genug für diese Aufgabe. Leute, guckt euch mal Leo an, der muss hier hochspringen, damit er da drankommt. Soll ich dir nicht helfen, Leo? Nein, ich schaff das alleine. Okay, dann wollen wir mal sehen. Und, oh, das war eins zu weit. So, okay, noch ein bisschen, Leo. Und dann hast du die Aufgabe endlich geschafft. Und, tada, du hast sie geschafft, Leo. Ich bin doch ein Profi, ich hab's doch gesagt. Oh Mann, du hast recht. Und, warte mal, hast du das gehört? Ein Moment, da ist, glaube ich, irgendein Alarm oder so angegangen. Ich höre das auch, Papa, was ist das? Was? Lami? Was geht denn hier ab? Ich habe eine Leiche gefunden. Warte mal. Das heißt, der tote Leiche wurde gefunden. Wir müssen jetzt alle versammeln. Und warte mal. Ja, ganz schnell. So, der Knopf muss ausgehen. Okay, Leo, alle in den Diskussionsraum. Oh Mann. Okay, wer ist der Imposter? Warte mal, das kann ja eigentlich nur Emily oder Clarissa sein. Warte mal. Das bist ganz bestimmt du, Lami. Papa kann das gar nicht sein. Papa war mit mir oben im Direktorraum und wir haben Aufgaben gemacht. Oh ja, wir haben beide Aufgaben gemacht. Das heißt,
ihr seid beide raus vom Schneider. Also, ihr zwei seid Imposter. Also, einer von euch beiden. Ich habe auch meine Aufgaben gemacht, Lami. Ich habe die Wolle in die Rahmen gelegt und das Licht angemacht im Klo und sogar die Duschen angemacht. Ich kann es gar nicht gewesen sein. Aber stopp mal, ich kann es auch gar nicht gewesen sein, denn ich habe auch eine Aufgabe gemacht. Oben, ich habe die Tränke gemacht. Warte mal, das wollen wir jetzt alles mal testen. Warte mal, du sagst, du hast die Wolle reingetan. Oh, okay. Das stimmt, du hast die Wolle reingetan. So, dann hast du gesagt, du hast noch die Dusche angemacht und die Lichtschalter. Okay, die Lichtschalter sind an und die Duschen sind auch an. Okay, ja, das heißt, du hast hier nicht gelogen. So, jetzt gucken wir mal, ob Clarissa gelogen hat. Denn die hat gesagt, die hat die Tränke gemacht, also die drei Heilungstränke. Das war, glaube ich, die dritte Aufgabe hier. Braue drei Heilungstränke. Wir gucken mal und... wirklich drei Heilungstränke. Warte, das heißt, mal. Clarissa dann seid hat nicht gelogen. Ihr das gewesen? Nein, 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 das stimmt nicht. Warte mal, wieder alle in den Diskussionsraum. So, oh Gott, der Muskelprotz liegt hier. Vielleicht ist er auch einfach nur auf einer Bananenschale ausgerutscht oder so, aber ich glaube eher nicht. Okay, Clarissa, wir haben die Aufgaben kontrolliert und du hast wirklich deine Aufgaben gemacht und Emily auch. Und warte mal, wir beide haben auch unsere Aufgaben gemacht. Das heißt, hä? Wer ist jetzt der Imposter? War das entweder der, Muskelprotz selber? Oder irgendjemand spielt hier ein falsches Spiel? Ich hab eigentlich eine Idee, aber sag nochmal euren Vorschlag. Ich bin gespannt auf seine Idee. Aber Emily, was denkst du? Für wen votest du? Wer ist der Imposter für dich? Ich glaube immer noch, dass du es bist, Lami. Ich? Leute, ich bin es doch wirklich nicht. Ihr könnt es bezeugen. So, Clarissa, was denkst du? Ich denke eigentlich, dass Leo der Imposter ist, muss ich wirklich zugeben. Eine Stimme für mich, eine Stimme für Leo. Und ich sage, dass einer von euch ist. Ich sag dann einfach mal, du bist Imposter. Ich? Ich kann es doch wirklich nicht gewesen sein. Stopp mal, ich weiß, wer der Imposter ist. Jetzt hört euch mal das an. Und zwar die Lehrerin ist Imposter. Warte mal, die Lehrerin? Warte mal, und nur Leo ist drauf gekommen? Leo, du bist ja wirklich der Schlauste hier von allen. Ihr müsst euch alle schämen, dass ihr nicht auf sowas gekommen seid. Natürlich bin ich Imposter. Darauf bin ich wirklich nicht gekommen. Damit hätte ich jetzt auf keinen Fall gerechnet. Ich auch nicht. Leute, hättet ihr damit gerechnet, dass die Horrorlehrerin Imposter ist? Ich auf gar keinen Fall. Aber Leo hat es herausgefunden. Leo, du bist der Schlauste. Ja, ich hab gewonnen. Das heißt, der Rest bekommt Nachsitzen außer Leo. Warte mal, so war das abgemacht? Wie unfair, oh Mann ey. Aber Leute, hat euch dieses Video gefallen? Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und falls ihr mehr von Among Us sehen wollt, dann kommentiert das auf jeden Fall in die Kommentare. Dann spielen wir ganz, ganz viele Among Us Spiele, wenn ihr wollt. Auch dann das richtige Among Us. Oh yeah, Freunde. Und Leute, schaltet morgen beim Video ein, das wird mega cool. Und bis morgen und tschüss.